Mit dem Herbst ist die Saison auf den Campingplätzen rund um den Senftenberger See beendet. Die Zahlen lassen die Verantwortlichen beim Zweckverband Lausitzer Seenland positiv in die Zukunft schauen. Mit 56.500 Gästen konnte erneut ein Zuwachs von 4,8% verbucht werden. Im Sommer geht schon jetzt so gut wie nichts mehr für Kurzentschlossene. Allerdings sieht man in der Nebensaison durchaus noch Luft nach oben. Wir schaffen ganz gezielt auch Angebote. Ein Beispiel sind jetzt Ferienhäuser mit Kamin, ja, oder im Komfortcamping im Niemsch auch die Wellness-Angebote, die Vernetzung in der Region mit Partnern, die was zu bieten haben in der Vor- und Nachsaison. Das sind wirklich die Schwerpunkte, an denen wir arbeiten, dass man sich hier eben mit dem Radfahren im Herbst auch noch ein schönes Wochenende macht und das genießt zum Beispiel. Der Zweckverband betreibt den Familienpark, das Hafencamp, den Komfortcampingplatz in Niemsch sowie das Seestrandcamping und Strandhotel in Buchwalde. Zwei Einrichtungen haben in diesem Jahr ihren Standard mit immerhin 5 Sternen verteidigen können. Wir setzen eben auf Camping im höchsten Level mit 5 Sternen in Brandenburg, die einzigen beiden Plätze. Die Ansprüche der Campinggäste steigen auch. Also man will zwar dicht an der Natur sein, aber auf seinen Komfort nicht verzichten. Das merkt man auch daran, wenn man mal sieht, was für Wohnmobile gekauft werden. Das sind ja teilweise richtig edle Sachen. Man merkt es auch daran, was die Gäste an Infrastruktur erwarten. Und da muss man immer was für tun. Im Familienpark sind es natürlich vor allen Dingen die Kinder, aber Sanitäranlagen müssen einfach top sein. Und im Komfortcamping Niemsch kommen eben auch noch andere Sachen dazu, wie beispielsweise Saunaangebot und dergleichen. Und auch da werden wir nochmal nachdenken, was wir in den nächsten Jahren noch zusätzlich machen können. Für 2017 sind im Bereich des Hafencamps die geplanten Neuerungen bereits zu sehen. Kleine Ferienhäuser mit Hafenblick, einmalig hier, denn direkt aufs Wasser kann man sonst nirgendwo schauen. Und vor allem für Familien mit Kindern dürften die bereits im Bau befindlichen Baumhäuser wohl der Clou werden. Aber auch im Familienpark wird es neue Angebote geben. 25 Häuser wurden abgerissen und werden nun neu errichtet. Ja, wir haben gemerkt, dass die klassische Familie, wenn man denkt, nicht nur aus 4 Personen besteht, sondern ganz unterschiedliche Kombinationen. Zu Besuch sind häufig auch befreundete Familien oder Familien mit Großeltern oder Verwandten, sodass wir Gruppen stärker ansprechen möchten. Und dafür haben wir ein spezielles Haus entwickelt, was mit dem Nachbarhaus zusammen gebucht werden kann, sodass man da als Gruppe sich richtig wohlfühlen wird. 3,2 Millionen Euro werden in die Ferienhäuser investiert. Aber das ist noch nicht alles, was sich der Zweckverband 2017 so vorgenommen hat. Wir haben hier am Senftenberger See vor, im Familienpark Richtung See die Promenade neu zu machen. Das ist ein großes Projekt, was wir vorbereiten. Das wird aber erst 2018 fertig sein. An den neuen Seen haben wir beispielsweise in Lieske jetzt den Parkplatz errichtet für Radler und später auch für Badegäste, die dort am Sedlitzer See baden wollen. Am anderen Standorten am Sedlitzer See und auch am Großräschener See sind viele Planungen in Vorbereitung an den Ortschaften in Sedlitz und auch in Großräschen, wo dann auch eben entsprechende Basisinfrastruktur, wie wir das nennen, Parkplätze, Fahrgastschiffanleger, Wasserwanderrastplatz, Badestand gebaut werden. Bis 2018, 2019, denke ich mal, werden wir das alles auch erledigt haben. Der Zweckverband Lausitzer Seenland ist auch für die Infrastruktur im brandenburgischen Seenland zuständig. Im vergangenen Jahr gab es dabei einen herben Rückschlag, als der Imbiss und die Sanitäranlagen am Rostigen Nagel abgebrannt sind. Sie sollen 2017 wieder aufgebaut werden. Ein Sorgenkind dürfte auch die gastronomische Versorgung an der Schleuse des Koschener Kanals sein. Ja, die Gastronomie an dem Standort ist immer noch schwierig. Wir werden das deshalb nochmal neu ausschreiben und einen neuen Betreiberpartner suchen und hoffen, dass dann mit einem neuen Konzept nochmal Schwung reinkommt. Der Standort ist ja eigentlich sehr schön für Radler und Wasserwanderer, aber es gibt eben nicht nur sonnige Tage und für diese Tage braucht man ein gutes Konzept, um Gäste dorthin zu locken. Ja, und da arbeiten wir dran und zum Frühjahr wollen wir mit einem neuen Partner, den wir noch nicht haben, aber suchen, an den Markt gehen. Apropos Kanal, der Eiseneintrag in den Senftenberger See sorgte vor allem nach dem Winter für Aufsehen. Das braune Wasser war kaum zu übersehen. Jedoch sei es nach den aktuellen Bewertungen zu keinerlei Verschlechterung gekommen.
Also das, was man messen konnte, und es gibt jetzt wieder ein gutes Messprogramm, wo wir sehr froh drüber sind, zeigt, dass das keinen wesentlichen Einfluss auf den Senftenberger See hat. Insgesamt gibt es Einträge nicht nur aus dem Kanal, auch vor allen Dingen aus dem Grundwasser und aus der Schwarzen Elster, die hier eingeflutet wird in den See. Also insgesamt ist das schon ein Thema, wo wir sehr wachsam sind und auch aufpassen sollten, dass da nichts passiert. Aber der Kanal an sich ist nicht der entscheidende Faktor. Und wir werden das gemeinsam mit den Behörden im Blick halten. Wir alle wollen einen Senftenberger See, der ein schönes Badegewässer ist, in dem Fische sich wohlfühlen und Menschen. Und da müssen wir gemeinsam aufpassen. Aber da ist kein Anlass zurzeit irgendwo zu befürchten, dass es dort jetzt ein Problem gibt. Und insofern hatten wir eine Saison mit sehr gutem Badewasser, wie jedes Jahr eigentlich. Der Senftenberger See hat einigen Vorsprung zu den neuen Gewässern im entstehenden Lausitzer Seenland. Die Entwicklung dort zeigt aber, mit Engagement und Geduld lässt sich wohl eine ganze Menge in puncto Tourismus erreichen.